Ich möchte dir jetzt zeigen, wie man mit dem Programm Umlaut ein Use Case Diagramm zeichnet. Wenn man das macht, sollte man immer schauen bei Options, ob hier der Show Grid eingestellt ist. Das ist hier dieses gekachelte Muster. Das ist bei mir jetzt der Fall. Ja, und beginnen möchte ich immer bei Default. Nehmen wir hier ein Empty Package. Und dieses Empty Package ist eigentlich nichts anderes als der Rahmen meines Diagramms. Steht hier Empty Package und da unten ist dann steht ebenfalls Empty Package. Das heißt, ich kann hier die Beschriftung dann auch verändern. Ich möchte jetzt hier ein Diagramm machen zum Thema Urlaub in Österreich. Das Ganze hier jetzt in Orange, möchte es aber wiederum in Weiß haben. Mache ich rechte Maustaste, das Kontextmenü geht auf, Set Background Color, nehme Default, das ist dann also hier das Durchsichtige. Wenn ich etwas auswähle, ein Objekt, dann wird das blau. Wenn ich daneben klicke, wird das sich nicht mehr so angezeigt. Naja, und weil ich jetzt hier ein Use Case Diagramm machen möchte, klicke ich hier auf Use Case. Dann werden mir hier die vorgegebenen Symbole angezeigt. Und hier massiere als erstes einen Actor, Und den sollte man immer beschriften. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel machen Fritz Doppelpunkt Urlauber. Damit zeige ich demjenigen, der mein Diagramm anschaut, dass ich hier einen Akteur habe, der heißt Fritz und ist vom Typ Urlauber. Und dann möchte ich hier ein System einfügen. Und dieses System ist bei mir das System Stadt. Ich möchte das in Urlaub in Österreich darstellen und da kümmere ich mich jetzt speziell dann um die Stadt. Ich könnte auch hier gut noch Urlaub in den Bergen machen. Ich könnte das ein weiteres System einfügen, aber ich möchte mich jetzt hier mal mit der Stadt beschäftigen. Ich nehme jetzt hier diesen Akteur in der Stadt, nehme ich ihn da rein, nehme ich ihn da nach, so mache ich das. Akteur lasse ich da, die Stadt hier, mache das ein bisschen größer, weil ich hier noch etwas einzeichnen möchte. Gut, und dann stelle ich mir die Frage hier, was kann man denn alles in einer Stadt machen? Ich schaue mir also eine Use Cases an, mache einen Doppelklick, ziehe sie herein und sage mir dann, man kann zum Beispiel in einer Stadt sich ausschlafen. Also man ist im Hotel zum Beispiel und schläft sich dann aus. Das wäre jetzt hier ein Use Case. Den verbinde ich dann gleich mit der entsprechenden Linie. Das ist hier eine durchgezogene Linie und der Akteur ist dann also verbunden hier, dann mit schläft sich aus dann. Dann kann ich einen weiteren Use Case nehmen, mit dem ich dann den Akteur verbinden kann. Er kann zum Beispiel auch Shopping machen. Ich werde das dann wiederum verbinden, mache hier einen Doppelklick, nehme das herein und verbinde das dann wiederum. Ah, jetzt habe ich den falschen erwischt. Wir auswählen, so passt das dann hoffentlich. Und er macht dann Shopping. Da könnte ich noch was dazu nehmen. Mach besucht Museen. Die Liste könnte ich natürlich an Use Cases dann beliebig erweitern. Man sollte halt dann so viele Use Cases einfügen, wie dann auch dementsprechend dann die dieses Diagramm dann auch an einer Erklärung irgendwie bietet. Ja? Das heißt, wenn ich zu viele Use Cases habe, wird das System unübersichtlich, wenn ich zu wenige habe, dann wird mein System auch nicht wirklich aussagekräftig. Also es wird nicht alle Faktoren dann erwähnen können. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier die Verbindungslinien eingezeichnet. Im UML bezeichnen wir diese ja als Assoziationen. Wenn ich das jetzt hier weitermache, dann kann ich hier zum Beispiel sagen, dass das hier durchgezogene Linien sind, diese Assoziationen. Dann gibt es aber noch andere Möglichkeiten, wie du hier auf der rechten Seite siehst. Hier ebenfalls noch Verbindungen einzuzeichnen. Ich könnte also sagen, schläft sich aus, nur dann, wenn er zum Beispiel eine geeignete Schlafmöglichkeit hat. Geht hierher und trage dann hier ein. Wenn ich nochmal draufklicke, würde ein zweites entstehen. Das kann ich gleich hier geben, weil ich das später noch brauchen. Geht hier und schreibe dann hinein geeignete Schlafmöglichkeit. Bricht das hier vielleicht so um. Vergrößere dann meinen Use Case und habe dann hier eine geeignete Schlafmöglichkeit eingezeichnet. Damit das Ganze aber dann in UML aussagekräftig ist,
mache ich einen Unterschied zwischen dieser Linie, dieser durchgezogenen Linie und einer Linie, wie ich sie jetzt hier mache, einer Include-Beziehung. Include bedeutet, ich füge jetzt hier mal an, schiebe das hier ein bisschen weiter rüber, dass es ein bisschen übersichtlicher ist. Aber jetzt passt. Das bedeutet, dass man sich nur dann ausschlafen kann, Include beinhaltet, dass ich auch eine geeignete Schlafmöglichkeit habe. Also, man kann sich tatsächlich nur dann ausschlafen, wenn man wirklich eine geeignete Schlafmöglichkeit hat. Dasselbe würde jetzt hier beim Shopping zum Beispiel sein, wenn ich jetzt hier hinschreiben würde, geeignete Einkaufsmöglichkeit, also zum Beispiel ein Einkaufszentrum oder eine Einkaufsmeile, eine schöne Einkaufsstraße. Drehe das hier wieder um, hab das dann hier. Und du wirst schon wissen, was jetzt dann kommt. Ich werde eine Include-Beziehung deutlich machen. Das Shopping ist also nur möglich, wenn ich eine geeignete Einkaufsmöglichkeit habe. Und bei den Museen schreibe ich jetzt hier einfach, wenn ich schreibfaul bin, schreibe ich jetzt hier einfach hin Museen. Ich könnte natürlich auch geeignetes Museum hinschreiben oder Museen schreiben. Das wäre dann hier so eine weitere Include-Möglichkeit. Das heißt, man kann bestehende Use Cases immer erweitern, indem man hier eine Include-Beziehung macht. Das ist aber nur dann eine Include-Beziehung, wenn sie wirklich die Voraussetzung dafür ist, dass dieser Use Case, der dadurch erweitert wird, dann auch dann wirklich genau diese Bedingungen dann erfüllt. Darüber hinaus könnten wir uns eine weitere Möglichkeit einfallen lassen. Ich könnte mir die Möglichkeit zum Beispiel einfallen lassen, dass jemand baden geht. Ja, also baden. Man könnte dann wiederum hier eine Linie zeichnen. Man könnte dann vom Akteur, also von Fritz, dem Urlauber, der in einer Stadt ist, dass der dann baden geht und könnte dann mit einer Include-Beziehung wieder etwas machen. Es gibt jetzt aber eine weitere Möglichkeit, hier etwas zu machen. Ich drehe jetzt einmal hier das Dateiweg ab. Ja, muss ich den Ballot lösen. Und ich kann hier einen sogenannten Extension Point einfügen. Dann nehme ich mir dieses Symbol hier. Das wäre wiederum ein Use Case. Und denke ein bisschen na genauer nach, was dieses Baden eigentlich bedeuten könnte. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel hinschreiben: Ausflug zum Badeteich. Und ein Badeteich, da kann man viele Sachen machen, wenn man ein bisschen Badeteich ist. Man könnte zum Beispiel hier baden. Ja? Man könnte baden. Man könnte zum Beispiel sich sonnen. Ja? Man könnte etwas essen und so weiter. Das heißt, man kann hier einen Use Case dann erweitern mit Extension Points. Und bei diesen Extension Points kann man im Prinzip beliebig viele dann anführen. Damit das Ganze aber dann auch wieder eine gewisse Ordnung hat, kann man hier sogenannte Extensions einfügen, Extends einfügen, so müsste ich sagen. Da dreht sich das Ganze um von der Pfeilrichtung. Und ich kann jetzt hier schreiben, das Baden setzt voraus die Möglichkeit, dass man auch dann tatsächlich badet. Aber Baden ist ja nur dann unter einer bestimmten Bedingung möglich, nämlich wenn es ein schönes Wetter gibt. Und das gibt man hier dann an, erinnern, mit einer Notiz, hier mit Note, und da schreibe ich dann hinein, Condition, du kannst es auch auf Deutsch schreiben, schönes Wetter. Das ein bisschen größer, dass man da alles sehen kann. Und schreibt dann noch hier dazu Extension Point Baden. Und das Ganze bezieht sich dann, eine gestrichelte Linie nehmen wir uns da, hier auf Extends. Und das heißt jetzt also, dieser Use Case kann erweitert werden, kann verschiedene Unterpunkte haben, baden, sich sonnen, essen und so weiter. Wenn man hier einen Punkt einführt, dann sollte man in so einem Diagramm,
seinem Use-Case-Diagramm sollte man bei einer Extends-Verbindung angeben, unter welcher Bedingung diese Unterpunkte dann tatsächlich zustande kommen. Das heißt, nicht wie bei einer Include, beziehungsweise in jedem Fall erfüllt sein muss, damit dieser Use-Case dann erfüllt wird und dann ausgeführt wird, ist es bei der Extends-Beziehung anders. Hier ist es nur unter der Bedingung, dass zum Beispiel schönes Wetter ist, ist Baden möglich. Dieselbe Bedingung könnte man zum Beispiel auch bei sich Sonnen dann hineinbringen. Bei Essen wäre es etwas anderes. Da könnte man dann das Ganze dann etwas anders darstellen. Da könnte man dann zum Beispiel machen, würde ich jetzt hineinschreiben, Essen. Würde dann wiederum hier eine Extends-Beziehung anfügen. Und würde jetzt hier nicht dann hineinschreiben, dass ein schönes Wetter der Fall sein müsste, weil man kann auch bei schierem Wetter essen. Nein, in meiner Notiz würde ich dann zum Beispiel hineinschreiben, unter Condition, würde ich dann hineinschreiben, Nahrung vorhanden. Also man kann sich selber etwas mitnehmen zum Beispiel, oder man geht dort in ein kleines Bistro und kann dann dort etwas verändern. Und diese Notiz bezieht sich jetzt, das fügt man hier bei Extension Point an, dann auf Essen. Das hier etwas größer. Dann kann man dementsprechend dann auch hier wieder die Beziehung dann eintragen. Klicke das jetzt hier mal so her. Und hier, weil sich ja Sonnen auch noch darauf bezieht, könnte ich hier den Extension Point dann erweitern und schreibe hier neben Baden dann hin, sich Sonnen. Ganz schön erscheint. Und wir sind hier so weiter. Und somit haben wir in kürzester Zeit an und für sich jetzt hier einen Use Case gezeichnet mit Include-Beziehungen, mit Extends-Beziehungen und haben hier eigentlich ein recht schönes und aussagekräftiges System dargestellt. Ich kann das Ganze natürlich auch dann mit CFS speichern, wenn das zum Beispiel hier Urlaub in Österreich. Ich speichere das hier in diesem eigenen Format dieses Programms Umlet mit UXF und kann diese Datei dann im Fall der Fälle auch später wieder mit Open öffnen und dann weiter dran arbeiten. Ich habe auch weitere andere Möglichkeiten mit Export S, kann ich es hier als Grafik zum Beispiel exportieren. Ich könnte es aber auch genauso gut dann hier zum Beispiel als PDF exportieren. Lest mir hier diesen Namen, schlägt dann mal gleich vor, klick auf Speichern. Und wenn ich mir dann diese Datei dann öffne, oder in Österreich, ist diese PDF-Datei entstanden, dann habe ich sie hier momentan noch leer, da muss mir ein Fehler passiert sein. So, ja, es darf hier nicht ausgewählt sein, sonst muss hier praktisch so ausschauen. Dann habe ich eben die Möglichkeit, dieses Diagramm dann auch nicht nur als Grafiken, sondern auch als PDF zu exportieren. Ich habe das hier schon einmal überspeichert, deswegen fragt er mich wegen Überschreiben. Gehe dann wieder herein und kann mir dann hier dieses Diagramm dann schön anzeigen lassen.